Tag zusammen. Nachdem wir in einem der letzten Videos gesehen haben, dass der Chatbot von OpenAI in der Lage ist, zwar wissenschaftliche Texte zu generieren, die aber mit fragwürdigen Quellen geschmückt werden, stellt sich die Frage für die Professorenschaft oder auch für Lehrkräfte an Schulen, gibt es eine Möglichkeit, solche Texte zu erkennen, wenn jetzt Studierende, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Schülerinnen und Schüler solche Texte jetzt künftig einreichen, diesen ChatGPT nutzen? Oder haben wir den Kampf jetzt schon verloren? Das will ich jetzt mal ausprobieren, indem ich einfach mal teste, kann der ChatGPT selber erkennen, ob der Text KI-basiert oder generiert wurde oder ob das von einem Menschen geschrieben ist. Und ich will noch eine Webseite zeigen, die tatsächlich auch von OpenAI mitentwickelt wurde und der Algorithmus mitentwickelt wurde, um auch zu testen, ist das ein KI-generierter Text oder ist das ein Text, der von einem Menschen geschrieben wurde. Wir fangen mal an. Einfaches Beispiel. Er soll uns jetzt mal einen Text schreiben mit 200 Wörtern zur Windenergie. Jetzt fängt er an. Diesen Stil kennen wir ja schon. Tatsächlich, wenn man so ein bisschen recherchiert, also diese textgenerierten Beiträge, sie haben alle eine sehr ähnliche Struktur. Es sind relativ ähnlich strukturierte Sätze. Die Artikel kommen sehr häufig vor, also der, die das, wenn man so eine Textanalyse drüber fahren lässt. Er verwendet einfache Worte, keine komplexen Fachbegriffe. Das kann er einfach nicht. Und das hilft natürlich schon mal beim selber Lesen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, tatsächlich ganz gut, um zu erkennen, ob es sich um einen KI-generierten Text handelt oder ob das ein Text ist, der ein Mensch geschrieben hat. Also wir sehen, er schreibt seinen klassischen Text. Jetzt fragen wir ihn doch mal, ob er das erkennen kann. Also er soll erkennen, ob der folgende Text, den kopieren wir jetzt mal hier rein. Ob der jetzt von einem Menschen oder von so einem Sprachmodell generiert wurde. Gucken, was er selber sagt. Er erkennt, dass er selber geschrieben hat. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt muss man halt nur bedenken, also diese Selbsterkenntnis funktioniert bei weitem nicht immer, wenn man das jetzt also mit anderen Texten versucht. Da tut er sich manchmal schwer. Wir können es ja mal probieren, indem wir jetzt sagen, also mach diesen Text doch mal wissenschaftlicher. Wieder 200 Wörter für ein angesehenes Journal. Die Sprache soll komplex sein, viele Fachbegriffe, verschachtelte Sätze. Er soll einfache Formulierungen vermeiden und die Sprache soll sehr wissenschaftlich sein. Mal gucken, was er jetzt macht. Aber auch da, jetzt bei den ersten Sätzen, sieht man schon, es bleibt bei dieser einfachen Sprache, bei der einfachen Struktur. Wir können mal versuchen, ob er den Text verbessern kann. Aber so kann man schon mal im ersten Schritt solche Texte eigentlich ganz gut erkennen. Jetzt ist es natürlich so, dass der ChatGPT im Deutschen bei weitem nicht so stark ist wie im Englischen, weil natürlich die Datenlage im Englischen und die Inputdaten viel, viel größer waren. Von daher muss man sich jetzt da gucken, kriegt man das vielleicht übers Englische hin. Auch das probieren wir jetzt gleich mal aus. Ansonsten sehen wir jetzt, also er erzählt uns wieder viel zur Windenergie mit wahrscheinlich ähnlichem Erfolg. Also auch da fragen wir ihn nochmal, ob er das jetzt besser hinbekommen hat. So, und das ist wieder von einem Sprachmodell. Also erkennt er selber, das, wie gesagt, ist sicherlich die Einschränkung im Deutschen. Das klappt, wie gesagt, im Englischen besser. Also das können wir jetzt nochmal testen. Ob er in der Lage ist, denn man könnte ja folgendermaßen vorgehen als Schülerin, Schüler oder Student. Man nutzt jetzt einfach Übersetzungsmaschinen wie DeepL zum Beispiel und springt immer zwischen den Sprachen hin und her, lässt sich also auf Englisch einen Text generieren und übersetzt ihn dann ins Deutsche. Probieren wir das mal aus. Also, wir sagen jetzt also ein Scientific Essay mit 200 Wörtern erzeugen für ein angesehenes Journal. Das ist ja jetzt ein Text auf Englisch. Wir werden es einmal probieren. Ob er das macht. Diese ganzen Tests oder diese ganze Untersuchung, die habe ich auf einer Webseite von Tony Hurst gefunden, der sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat und da auch also viel experimentiert hat, eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Also, jetzt hat er uns einen Text gebaut, der ja, wirkt jetzt auch erstmal ganz passabel.
Jetzt fragen wir mal direkt auf Englisch, ob er jetzt prüfen kann, ob dieser Text von einem Menschen generiert wurde oder von einer KI. Ja, er ist weiterhin auf dem richtigen Pfad. Gut, jetzt gibt es auch weitere Möglichkeiten. Also wir können diesen Text nehmen und auf der hier in diesem GPT-2 Output Detector auf Hugging Face eintragen. Das ist jetzt ein Tool, das ist in der Lage, solche Texte zu analysieren. Wenn wir jetzt diesen Text da rein kopieren, stellen wir fest, also er ist sich zu 89% sicher, dass das ein KI-generierter Text ist. Kleiner Nachteil ist, dass dieses System nur englische Texte prüfen kann. Mit deutschen Texten kommt er nicht zurecht. Wenn man jetzt also einen deutschen Text hat, den wir prüfen wollen, dann müssten wir hier einmal übersetzen. Machen wir gleich. Ich will noch eine Sache zeigen. Ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen oder ein Alternativbeispiel, um zu zeigen, wie das funktioniert. Und zwar die ersten Absätze des englischen Wikipedia-Eintrags zur Windpower. Da ist er sich zu 99,98% sicher, dass das ein Mensch geschrieben hat und keine KI. Das zeigt also offensichtlich, also kann man damit das ganz gut erkennen. Fragen wir ihn nochmal, ob er das selber erkennt. Also, wir nehmen wieder unsere Frage. Und das zeigt einfach, also neben der Plagiatsprüfung, die ja also vor allem bei Abschlussarbeiten Standard ist an den Hochschulen, ist das ganz wichtig, dass man jetzt auch künftig diese KI-Checks macht. Also in dem Fall ist er sich zu 95% sicher, dass dieser Text von einem Menschen generiert wurde. Also auch da liegt er auf der richtigen Spur. Interessant wird es, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt mal eine einfache Sprache, Simple English, also auch Wikipedia-Einträge gibt es ja im Simple English mit wirklich sehr einfacher Satzstruktur. Wenn wir die nämlich jetzt hier in diesen Output-Detektor packen, da sagt er dann, das ist zu fast 93% Fake. Das ist einfach der Punkt, diese Texte sind natürlich sehr einfach gehalten, die Sätze sind sehr einfach, Hauptsatz, also Subjekt, Prädikat, Objekt. Und das ist eine typische Satzstruktur, die auch diese KI-generierten Texte haben. Aber auch da prüfen wir nochmal, ob er das, wie er das erkennt. Also wir haben jetzt den Text hier reinkopiert, fragen ihn, ob er das erkennt. Er sagt jetzt, dass es von einem Menschen ist. Wobei da, wenn man da mal ein bisschen rumspielt mit seinen Aussagen, manchmal vertut er sich da auch. Aber hier hat er jetzt recht. Das ist ein menschlich generiertes System. Tatsächlich ist dieser Output-Detektor aber sehr gut in der Identifikation. Den sollte man, also ein Link findet sich in der Videobeschreibung. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz nützliches Tool. Jetzt machen wir noch ein letztes Beispiel, weil wir gesagt haben, gut, im Englischen ist ja nicht so schwer, dann machen wir mal was Deutsches. Also wir nehmen jetzt mal hier unseren wissenschaftlichen Text oder der in die Richtung geht. Den nehmen wir uns jetzt mal, übersetzen den mit DeepL. Den könnte man jetzt auch nochmal gerade ziehen über weitere Systeme, aber wir lassen den jetzt mal so. Und gucken mal, was jetzt passiert. Also gewinnen wir damit an Qualität. Und auch hier erkennt er jetzt zu 99,98%, dass das ein Text ist, der generiert wurde von einem Menschen. Nicht von einem Menschen, sondern von der KI. Also obwohl wir es nochmal durch eine Übersetzungs-KI haben laufen lassen, erkennt das System, es ist ein KI-generierter Text. Und dann zum Schluss nochmal unsere Frage an den ChatGPT selber. So, auch da erkennt das richtig, das ist also wieder ein Text, den eine KI generiert hat. Was heißt das jetzt also für unsere Arbeit als Professorenschaft oder auch als für die Lehrkräfte an den Schulen? Wir müssen jetzt künftig Texte nicht nur auf Plagiate prüfen, und die ersten Plagiatsprüfsysteme können auch KI-generierte Texte mittlerweile identifizieren, aber wir müssen jetzt künftig solche Seminararbeiten, Abschnitte aus Abschlussarbeiten
auch darauf prüfen lassen, ob es KI-generierte Texte sind, dass der Student, die Studentin das nicht selbst geschrieben hat. Denn das ist nicht zulässig. Das ist, also widerspricht der wissenschaftlichen Ethik. Man kann sich unterstützen lassen bei Formulierung, aber der Text muss selber geschrieben sein. Das bestätigt man dann ja auch als Studentin oder Student in seiner Thesis, dass alles selbst gemacht ist. Und begibt sich da rechtlich auf sehr, sehr dünnes Eis und das kann rechtlich schon ja, schwierig werden. Und da sollte man also sich nicht auf die KI verlassen, sondern das immer selber schreiben. Man kann sich Unterstützung holen, was Formulierung angeht, das ist sicherlich möglich, aber der Text muss selber geschrieben sein, weil das sonst rechtlich wirklich Schwierigkeiten machen kann, machen wird. Und man findet diese Texte. Deswegen, also da müssen wir als Lehrpersonal uns sicherlich nochmal umstellen, anpassen, um dort Betrügereien entgegenwirken zu können, zu müssen. Und als Studentin, Student oder auch Schülerin, Schüler ChatGPT einsetzen, wird kommen, wird passieren, passiert jetzt auch schon, das liest man jetzt auch schon in entsprechenden Einträgen im Internet. Aber es ist ein unterstützendes Tool, kein Tool, was die eigene Arbeit einem komplett abnehmen kann.